Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Yoga Miri Podcast, der heute ganz besonders ist. Es geht heute um Routinen. Was ist der Unterschied zwischen einer Routine und einem Ritual? Eine Routine ist das, wenn man das Gleiche tun, aber unbewusst und ohne Emotionen. Ein Ritual ist es ein bewusstes Wiederholen einer schönen Sache, die man eben gerne macht. Im Schwäbischen sagt man, der Gaul springt nur so hoch, wie er muss. Also etwas liebevoller ausgedrückt heißt das, wir sind alle etwas faul, wenn es um Veränderung geht. Und daher müssen wir uns, wenn wir eine Veränderung wollen, Rituale einsetzen, um alte Gewohnheiten sein lassen zu können. Insbesondere in stressigen Zeiten können dich Routinen wieder auf den Boden bringen und dir eben Sicherheit geben. Routinen und Rituale können dein Lebensgefühl verbessern, deswegen tun sie dir auch gut. Und du musst eben einfach herausfinden, was am besten zu dir passt. Deswegen einfach eine kleine Aufgabe für dich. Frag dich einfach, welche kleinen Dinge machen dich glücklich? Was tut dir gut? Wie kannst du in deinem Alltag am besten Energie tanken? Was brauchst du, um das Beste aus deinem Tag zu machen? Beispielsweise bei mir auch ist ein Morgenritual, ist das die Stimmung, die ich bei meinem Morgenritual habe, das ist etwas, was ich mit in den Tag nehme. Also überlege dir selbst, was dir Energie gibt, was deine Stimmung hebt, was dich zum Lachen bringt, was dir Freude bereitet. Also ich habe mir folgende Rituale ausgedacht, die ich nun ab heute in meinen Tag einbringen will. Ich will jeden Tag um 7 Uhr aufstehen, eine Stunde Sport machen, also Yoga oder High-Intensity-Training. In diesem Fall sind eben Routinen keine faden Gewohnheiten, sondern sie sind genau das Gegenteil. Du kannst mit Routinen persönliche Rituale etablieren, auf die du dich dann jeden Tag freust und die dir gut tun. Jetzt alles bereit für die Morgenklasse und also die kleinen Dinge im Leben, das bisschen Zeit und Aufmerksamkeit, das du dir selbst gönnst. Ich stehe also jeden Morgen um 7 Uhr auf, mache Sport und warte darauf, dass ich mich darauf freuen werde, so früh aufzustehen. Das heißt, hab Geduld und versuch nicht 5 Routinen gleichzeitig anzufangen. Beginn einfach mit einer. Helfen kann dabei auch eine gewisse Visualisierung, was dich erwartet wird, oder überleg dir eine Belohnung, die du zum Beispiel dir selbst gibst nach einer Routine. Und wenn zum Beispiel das Gefühl, du machst morgens Frühsport oder eine Runde Yoga oder du meditierst, stell dir vor, wie es sich anfühlt, wenn du es geschafft hast. Also dieses Gefühl sollte dein Anreiz sein. So ist es beispielsweise auch bei mir. Ich mache meine Yoga-Routine morgens und ich weiß immer genau, mir geht es danach echt gut. Und oft, selbst wenn die Motivation nicht ganz so hoch ist, hilft mir der Gedanke an das Gefühl, das ich danach haben werde. Jeder Mensch ist da etwas anders. Und nur du weißt, was du willst. Und dann erst kannst du Routinen entwickeln, damit dein Unterbewusstsein dir zuarbeitet. Routinen und Gewohnheiten sind so kraftvoll, weil sie nach einer gewissen Zeit als Routine benannt werden und dann automatisch ablaufen. Also man muss Dinge 21 Tage hintereinander gemacht haben, um sie als Routine automatisch zu machen. Nein, 66 Mal. 400 Mal. 600 Mal. Laut Experten dauert die Etablierung einer Routine im Schnitt 21 Tage. Die Meinungen, aber auch die Erfahrungen damit, wie oft man etwas gemacht haben muss, bevor es ein Automatismus, eine Routine wird, sind bei jedem Menschen unterschiedlich. Es braucht eigentlich nur einen Faktor, und zwar ein starkes Gefühl, das Verlangen, um die Veränderung zu bewirken. Ja, hier geht es ja um die Veränderungsprozesse, wie zum Beispiel tägliches Meditieren, tägliches Yoga. Frage dich, was du dadurch erreichen willst. Hallo, ich bin Miriam von Miriflows Yoga & More und ich plane im Juni mein eigenes Yoga-Studio hier in Bad Urach zu eröffnen. Und
Seit dies feststeht, habe ich es mir zum Ritual gemacht, jeden Freitag, Freitag ist mein freier Tag, dafür zu nutzen, mich an die Planung für dieses Studio zu setzen und kreativ für euch zu werden. Das heißt, ich starte in der Regel den Tag mit einer intensiven eigenen Praxis, um mich selbst als Yogalehrerin weiterzubringen und dieses Yoga für mich selbst nicht zu vernachlässigen. Natürlich aber auch, um besser als Lehrerin für euch zu werden. Und im Anschluss daran geht es dann an die theoretische Planung. Die Planung von Kursplänen, die Planung einzelner Stunden, Workshops, ganz viele tolle Projekte mit anderen Lehrern in Kooperation. Und ich freue mich riesig darauf, wenn es dann hoffentlich im Juni losgehen kann und wir gemeinsam durchstarten können in diesem neuen Studio. Veränderungen laufen am besten, wenn man sich nicht überfordert und die Schritte klein hält. Und dann erst langsam das Tempo steigert. Jeden Tag ein bisschen mehr oder etwas Neues tun, bis es sitzt. Guten Morgen, es ist fast 7 Uhr. Ich check mich jetzt für den Sport ein. Und irgendwann werde auch ich um 7 Uhr wach sein wie ein Turnschuh. Regelmäßig. Und das wird eben langfristig dein Lebensgefühl verbessern. Warum sind Routinen hilfreich? Routinen geben deinem Alltag einen Rahmen bzw. eine Struktur. Sie laufen in der Regel auch automatisiert ab, also du musst weniger Entscheidungen treffen. Dadurch sparst du dir Zeit und Energie, die du dann für andere Dinge verwenden kannst. Also es fällt mir manchmal schwer, mich zu motivieren, Yoga zu machen. Und man kann sich das Yoga oder die Meditation ja einteilen und kann sagen, ich mache jetzt so oft wie möglich am Tag 10 Minuten Yoga. Oder ich werde mindestens einmal am Tag 10 Minuten meditieren. Und ich habe mich dabei ertappt, wenn ich mir dachte, ich könnte das jetzt machen, habe ich 10 Minuten gedacht, oh nö, ich bleibe jetzt hier sitzen. Und dabei hätte man doch einfach diese 10 Minuten etwas machen können. Und ich denke mir so oft, es gibt sehr viele Leute zum Beispiel, die sich bewegen wollen, die etwas für ihre Gesundheit tun wollen und die dann stundenlang da sitzen und mit ihrem Schweinehund kämpfen, anstatt einfach mal 10 Minuten ein Workout zu machen oder 10 Minuten sich zu dehnen. Es gibt ja diese 10 Minuten Workouts und die haben es manchmal in sich und die sind der erste Schritt. Ich habe verschiedene Strategien, um Rituale in meinen Tag einzubringen. Natürlich eine To-Do-Liste. Tagebuch schreiben, welche Rituale du heute erledigt hast und welche nicht, wie du dich dabei gefühlt hast, helfen auch. Und ein Partner für deine Rituale. Das kann meist sehr antreibend sein. Genau. Deswegen trau dich einfach, Dinge auszuprobieren. Es ist wirklich ganz einfach. Mach es, mach weiter, das, was dir gut tut. Lass es sein, wenn es dir nicht gut tut. Wichtig ist zu wissen, was du tatsächlich möchtest. Und wie gesagt, gib dir einfach auch Zeit, Routinen bzw. ein Ritual zu etablieren, was dann auch zur Routine wird. Minimum 21 Tage. Es gibt sogar andere, die sagen sogar 66 Tage. Deswegen gib dir die Zeit. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich die Ist-Zeiten, die Ich-Zeiten und Auszeiten für sich selbst zu nehmen. Ich wünsche dir nun viel Erfolg dabei. Und auch ich wünsche euch viel Erfolg dabei, eure Routinen und Rituale nun aufzuschreiben und anzuwenden. Bis bald, eure Miri. Tschüss.